Hallo liebe Leute und herzlich willkommen auf dem Zweitkanal, wo wir heute ein bisschen über die Dark Helon sprechen. Der kommt nämlich morgen raus, am 16. ist es soweit. Und ich bin tatsächlich sehr gehypt, den endlich benutzen zu dürfen im offiziellen Game. Und ich dachte, ich gehe mit euch nochmal ganz fix durch, wie man den zählt, was er so kann. Und er ist tatsächlich wirklich, wirklich stark. Nicht unbedingt der Dino an sich, sondern eher seine Fähigkeit. Und deshalb zeige ich euch das jetzt alles nochmal fix. Der Zweitkanal wird eher so ein Ding sein, wo ich in Ruhe mit euch quatsche über Themen, wo ich auf dem Hauptkanal nicht so richtig Platz dafür finde. Und wo wir das Ganze ein bisschen entspannter angehen und nicht ganz so viel Karten vielleicht. Ich würde sagen, das erste, was wir machen, ist jetzt ein bisschen rumlatschen und Richtung Wasser gehen und dann hoffentlich da nach Hellon finden und uns den dabei schnappen. Das Ziel ist nämlich tatsächlich super, super, super einfach. Also viel einfacher geht's fast gar nicht. Und dann checken wir den mal zusammen ein bisschen ab. Vielleicht brauche ich irgendeinen Dino bis dahin. Ich bin gerade im Singleplayer auf Astraeos unterwegs. Ich weiß nicht mal, ob die hier so richtig, richtig gut spawnen, aber ich liebe einfach die Map. Also ich habe mich in Astraeos komplett verliebt, deshalb auch die drei Videos auf dem Hauptkanal, wo ich halt so alles abgedeckt habe irgendwie. Vielleicht machen wir auf dem Zweitkanal nochmal einen neuen Kampf gegen Medusa, weil gegen Medusa habe ich absolut auf den Döns bekommen und ich würde gerne mal Megatherium austesten. Vielleicht machen wir das nochmal. Ja, da hinten ist endlich Wasser, jetzt brauche ich nur noch eine Glider-Suit. Jetzt mal ernsthaft, gibt es eine schönere Map? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Also hier so runter zu fliegen ist einfach ein Träumchen. Und hier haben wir auch schon eine und ich finde, die sehen einfach super, super schön aus. Und ihr müsst einfach nur hingehen und den Passive Biotoxin geben. Das ist alles. Die sind auch nicht aggressiv. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass sie die ganze Zeit angegriffen werden. Das ist mir schon öfter passiert, dass ich dabei war, die zu zähmen und auf einmal kam ein Hai an und hat die angesnackt und dann resetten die, glaube ich, auch wieder auf Null. Da müsst ihr mal auf ein Hauptkanal-Video gucken. Ich habe die nämlich sogar schon mal im Bosskampf eingesetzt und da habe ich eine getamed und das ist irgendwie schief gegangen. Aber an sich ist das hier halt super einfach. Einfach daneben her schwimmen und ein bisschen füttern. Oh, du kannst schon wieder. Hä, das ging super schnell. Hä, warum ging das so fix? Ja, die ist halt auch low level, ne? Das muss auch in Betracht ziehen. Aber ich dachte so, erstmal reicht das. Ich gucke gleich noch ein bisschen rum, ob ich noch eine bessere finde. Und dann gehen wir damit ein bisschen unterwegs, damit ich euch die Fähigkeiten ein bisschen zeigen kann. Das ist vielleicht sogar ganz gut, dass wir die hier haben, weil da können wir die so ein bisschen stehen lassen und Algen produzieren lassen. Das dauert nämlich ein bisschen, bis die Algen produzieren. Das machen die so auf ihrem Rücken. Das sieht man dann auch. Die sind so komplett grün dann. Und da könnt ihr dann einfach eh gedrückt halten und dann könnt ihr hier die Algen collecten. Oh, da steht sogar, dass das 2 Stunden dauert. Okay, 2 Stunden ist schon ein bisschen crazy. Ich habe mir jetzt mal noch 150er eingespawnt, nur damit ihr mal seht, was die für Werte hat, weil die hat vom Start aus schon 10.000 Leben. Das ist halt richtig, richtig krass. Und die werden erst so richtig stark, wenn die ein paar Quallen gesnackt haben. Also wir gucken gleich mal, ob wir ein paar Quallen sehen, die wir snacken können. Und dann seht ihr mal, wie viel Damage die wirklich macht. Weil das ist wie beim Megatherium, dass die dann halt so einen Buff bekommen und dann erst richtig stark werden. Da haben wir jetzt unsere Qualle und die kann tatsächlich uns nicht runterschocken, gar nichts. Also die ist komplett useless und wenn wir die am beißen, machen wir 1200 Damage und haben dann den Effekt für 86 Sekunden jetzt noch. Ich glaube 90 wahrscheinlich am Start oder so, ich habe nicht schnell genug geguckt. Und damit würde ich jetzt mal gerne da hinten hin, von denen kriegen wir wahrscheinlich eine auf den Döns, denke ich mal, weil wir sind komplett ungelevelt. Wir können jetzt mal 3 Level noch im Melee stecken, ich werde trotzdem gegen die Zifas kämpfen jetzt. Einfach mal um so einen kleinen Test zu machen, was der so aushält. Der Beat wird wahrscheinlich das Schlimme sein. Ah, guckt euch mal den Damage an. Also ein Qual macht da halt mehr. Aber so an sich auch kein schlechter Damage. Er nimmt die auseinander. Aber komplett. Und der eine ist 135. Easy. Easy, wie er die wegtankt. Also unter Wasser ist der halt wirklich nicht schlecht. Weil diesen Buff hat, ist er echt gut. Und der ist halt vor allem halt zum Biotoxin-Farm ist der halt gut. Oh wow, der hat sich gerade gehealt an seinen Kollegen und deshalb ist er immer noch am Leben. Aber ihr habt halt diesen Damage-Boost, diesen heftigen, gegen die Quallen und dann farmt ihr halt auch viel mehr ab bei den nächsten. Ich kann mal ein paar einspawnen, dass ihr mal seht, wie viel das eigentlich bringt. So, wir haben hier so eine ganze Horde an Quallen. Ich will am liebsten erstmal eine snacken. Ah ne, ich habe noch den Effekt gerade. 4 Sekunden. Können wir rein? Das ist halt krass. 3300 Damage ungelevelt. Ne? Ich habe überhaupt nicht gelevelt. Und Leben kriegen die halt auch ordentlich dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass das gute Tanks sind für PvP. Wenn ihr mal so Unterwasser-Base raiden wollt oder so, sind die wahrscheinlich auch richtig gut dafür mit einem guten Sattel. Und zum natürlichen Gift-Farm halt auch richtig, richtig gut. Aber das ist tatsächlich nicht mal das Beste an denen, würde ich sagen. Weil ich glaube, das Beste ist das Sushi. Das testen wir jetzt auch nochmal. Wie gesagt, der hier braucht auch eine halbe Ewigkeit, um seine Algen zu bekommen. Aber die Algen braucht ihr im Prinzip nur, damit ihr Sushi machen könnt. Und für Sushi braucht ihr 20 Algen. Und ich meine, man bekommt irgendwie 10, wenn man einmal erntet. Also ist ganz gut, mehrere davon zu haben. Ich mache jetzt mal ein paar Sushi und zeige euch, wie gut die sind. Ich knock jetzt einfach mal den Bronto hier aus, damit ihr ein gutes Beispiel habt, wie viel Zeb-Effizienz das wieder höher macht.
Weil ich glaube, das wird auch vor allem für PvP wird das halt super, super krass sein, wenn da so andere Leute hinkommen und nerven wollen, irgendwie bei Tames und hauen da drauf oder schießen da drauf oder so. Und eure Zähmeffizienz ist halt runtergegangen. So, jetzt hat er gerade 100%. Wir packen mal die Bären rein, damit man das auch sieht. So, da sind die 100%. Und wenn ich den jetzt einmal mit dem Schwert haue, dann hat er nur noch 49%. Okay, wir haben jetzt 49,2%. Jetzt packen wir einmal Sushi rein, drücken E drauf und dann hat er wieder 53%. Okay, das verstehe ich nicht ganz tatsächlich, weil ich habe die früher mal benutzt. Entweder die haben die genervt, haben die irgendwie Cooldown, die haben lange Cooldown. Ich glaube, die haben die genervt. Ich habe die früher mal benutzt und haben die immer 10% gegeben. Vielleicht haben die jetzt kurz vor dem Release das nochmal runtergeschraubt, weil das ist tatsächlich gar nicht so viel. Ich will jetzt nochmal bei anderen testen, weil das war vorher auf jeden Fall mehr. Ich habe es nämlich früher auch mit einem Bronto getestet und da habe ich 10% bekommen. Habe jetzt nochmal ein paar ausgenockt. Oh, der ist fast gezähmt. Okay, so, der hat jetzt noch 22%. Und jetzt packen wir das rein. Einmal essen. 23%. Das ist unterschiedlich. Ist das je nachdem, wie tief das gesunken ist, desto weniger bringt das oder so? Vielleicht so ein Prozentsatz. Das könnte sein. Warte. Wir suchen irgendwas, wo wir weniger Schaden dran machen. So, wir noch den hier mal aus. Also ich hoffe, dass er ausgenockt ist. Ja, ist er. Und dann hauen wir den einfach mal mit der Faust und gucken mal, ob wir das wieder voll bekommen. Warte. So. Wie viel Tame-Effizienz? 84% hat er jetzt gerade. Und jetzt packen wir einen da rein. Ist er bei 98 wieder. Also je höher sie war, desto mehr bekommt man durch Sushi dazu. Kann das sein? Ein Test wagen wir noch. So, den hier knüppel ich jetzt mal richtig runter. Der hat 100%, jetzt 53, 36, 27, 22, 18, 16, 14, komm mal. Oh mein Gott, weiter sollte ich vielleicht nicht. 11% haben wir jetzt. Wir packen einen rein. Und der springt auf 11,5%. Ja, also wenn der richtig, richtig niedrig gedroppt ist, dann bringt euch Sushi tatsächlich auch nicht so viel. Also der darf nur ein bisschen gedroppt sein. Dann kriegt ihr ihn wieder komplett aufgefüllt. Aber ihr solltet ihn nicht komplett verprügeln lassen. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Zwei Kleinigkeiten, die ich tatsächlich komplett vergessen habe, ist erstens, er kann an Land gehen. Das ist auch eine coole Sache. Und zweitens, ihr braucht keinen Taucheranzug, wenn ihr mit dem unterwegs seid. Das ist auch eine sehr gute Sache sogar. Ihr könnt mit 4 Mann auf dem Achelon sitzen und keiner von euch braucht einen Taucheranzug an, weil der Kollege hat die einfach in seinen Sitzen drin. Guckt euch das an. Ich dachte gerade, ich werde hier jetzt beklaut, aber ist nochmal gut gegangen. Also, wie gesagt, ohne Taucheranzug tauchen können ist auch eine schöne Sache. Hier, ich verliere keine Oxygen, gar nichts, obwohl ich nicht mal irgendwie da dran angeschlossen bin oder so. Aber anscheinend klappt das einfach. Und hier seht ihr mal, wie die Schildkröte aussieht, wenn da so ein paar Algen dran sind. Ich kann da jetzt welche abziehen. Da sind halt 2 Stück dran und zack, ist sie wieder sauber. Also das ist halt cool. Ich finde die Mechanik richtig, richtig cool. Ich werde mir davon auf jeden Fall ein paar in die Base stellen. Der hat auch welche dran. Guck mal, schon habe ich 4 Stück. Also das ist halt wirklich, wirklich nice gemacht. Aber ich würde fast sagen, ich habe euch alles gezeigt, was ihr wissen müsst. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hier auf dem Zweitkanal lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Das wäre super lieb, um das zu supporten. Weil ich wollte gerne wieder mehr Videos bringen und das ein bisschen aktiver. Aber halt ein bisschen kürzer das Ganze. Leute, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi!